Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch mal wieder ein Replay, was ich eingeschickt bekommen habe. Und zwar mit dem Thunderbolt. Der Krenalog hat das Ganze eingeschickt. Er ist hier mit seinem 6er, 7er, 6er und 5er Gefecht gelandet. Kartes Prokhorovka. Also da sollte doch was machbar sein. Und ich selbst bin sehr gespannt, weil die Stats sehen wirklich sehr gut aus, ohne euch da zu hart spoilern zu wollen. Aber die Basiserfahrung kann ich euch schon mal verraten. Und das sind 1950. Das hat schon in der Vergangenheit für das eine oder andere Replay auf dem Weg gereicht, beziehungsweise häufig sogar. Also da muss man sagen, das ist mal wirklich satt. Und viel wichtiger und spannender wird natürlich jetzt sein, wie er das schafft, sich zu erarbeiten. Wir sehen, Prokhorovka ist die Karte. Was haben wir so? Zwei Gegner, Jagdpanzer als Top-Tier, dann noch eine Arti und ansonsten noch eine Low-Tier-Arti, also da muss er ein bisschen aufpassen, wobei wahrscheinlich die nicht unbedingt ihn sofort als First Target nimmt. Die Jagdpanther, da muss man aufpassen, der T25-2, der geht. Also, sagen wir mal so, da ist alles noch machbar. Wahrscheinlich wird er sich jetzt hier Richtung Berg hangeln, da ist am meisten los, beziehungsweise das größte Potenzial, mit dem Turm zu arbeiten. Einer der Gegner steht schon im Cap. Aber das ist hier bei dem Modus jetzt wirklich nicht tragisch. Es hat alles so ein bisschen Zeit. Von der Geschwindigkeit her ist es jetzt kein wirkliches Wiesel, aber das erwartet man bei dem Panzer auch nicht. Der ist solide und erreicht sein Ziel innerhalb einer vernünftigen, angemessenen Zeit, würde ich das einfach mal sagen. So, jetzt hat er den KV-1S da aufgeklärt und den KV-85 will er beschießen. So, noch kein Damage. Jetzt hat er den ersten auf den KV-85 und man sieht halt, der Durchschlag, der ist halt nicht so satt. Hat 128 mit Normal, 177 mit Premium. Also da kommt man ab und an nicht drum rum, auch mal Premium zu schießen. So, den 1S, den sollte er seitlich jetzt einfach penetrieren können. Da sehe ich jetzt mal kein Problem. Und so sieht es bis dato auch aus. Jetzt macht er erstmal das Haus weg, genau, dass er jetzt wieder schön drauf kommt und jetzt vorne auf die Frontplatte. Und das ist halt ein 5er, das heißt, da hat er natürlich jetzt nicht so das Problem. Und zack, weg ist er. Zweiter Kill schon. So auf den Leopard und sogar den, obwohl er nicht mehr gesehen hat, hat er dann noch schön getroffen für 110. Sehr gut gemacht. Einfach mal den Schuss riskiert, so sollte man das auch mal tun. Die Nachladezeit, die ist natürlich sehr angenehm. Das heißt, da kann man schon den einen oder anderen Schuss raus. Aber die Ballistik, da muss man einfach ein bisschen mehr vorhalten. Jetzt war es genau schon richtig, aber hat dann doch nicht sollen sein. Und jetzt wird er sich da dem Hügel wohl mal annehmen. So, jetzt Hellcat. Sehr schön. Da hat er ihn getrackt. Von vorne bekommt er da vom KV-1 noch ein paar Hits, aber die ignoriert er einfach mal. Denkt sich, ist mir wurscht. Aber jetzt hat ihn der KV-1 dann doch mal gepennt. Und er muss natürlich aufpassen, dass er da den Turm nicht so zeitlich zudreht, weil klar, da hat dann auch der KV-1 kein Problem damit. So, jetzt hat er den KV-1 offen. Und jetzt kann er da sich mal ein bisschen revanchieren. Macht er auch direkt vorne drauf. Jetzt ist er gekettet. Das heißt, jetzt leichtes Spiel. Vorne mal schön draufbleiben. Und genau das macht er auch. Und da nimmt er alle seine Hitpoints weg. Und da ist der Killshot. Sehr schön gemacht. KV-1 weg. Und jetzt der Jagdpanther. Der ist da offen. Leider nicht mehr. Der erste saß wohl. Aber jetzt zieht er sich schon zurück. Unten den VK, den könnte er gut erreichen. Ich hoffe, den sieht er. Aber er bleibt weiter auf dem Jagdpanther drauf. Und da hat er jetzt den Leopard. Der war ein schöner, leichter Kill. Und wie gesagt, da den VK und den T25-2. Das sind für mich schon ganze Zeit die besseren Ziele.
Und jetzt kann er den da richtig farmen, denn er hat hier den ganzen Hügel für sich alleine. Der VK kann da nichts machen. Leider, der Killshot hat da noch nicht sollen sein. Vielleicht jetzt, er zieht sich ein bisschen zurück. Aber er muss noch ein bisschen nach vorne fahren, um wirklich auch wirklich drauf zu kommen. Das ist nun der Fall, aber da ist schon zu spät. So, und jetzt der T25-2. Und man kann auch hier schnell mal die Häuser kaputt schießen. So, und jetzt kann er die T25-2 seitlich farmen. Jetzt ist er offen, muss natürlich ein bisschen aufpassen. Zündet den T25-2 an, aber dank automatischen Feuerlöscher konnte er hier das Schlimmste noch verhindern. So, jetzt ist er da getrackt worden und jetzt mit dem nächsten Schuss kann er den schon rausnehmen. Und leider war er da ein bisschen zu spät. Und es bleibt beim vierten Kill, aber 2200 Schaden hat er schon angebracht. 1273 unterstützt und 480 gebounced. Das ist doch schon mal aller Ehren. Jetzt hat er nur noch zwei Granaten, danach geht's mit Premium weiter. So, da ist der Jagdpanther wieder. Jetzt hat man gesehen, er wollte so ein bisschen Richtung Kette schießen. Aber mit dem geringen Alpha ist natürlich auch die Kette nicht so ganz einfach wegzubekommen. So, der T-34-85 steht da auch ganz schön im Eck. Ob er da so hilfreich ist. Jetzt kann er hier den auch draufschießen. Natürlich, jetzt mit Premium tut er sich da deutlich leichter. Ganz klar. 177 Durchschlag ist dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. So, und jetzt hier M41. Und endlich bekommt er auch wieder den Kill. So, und jetzt noch die Arti. Damit könnte er seinen Krieger klar machen. Verdient wäre er, glaube ich, so langsam. Das kann man nicht anders sagen. Und da kriegt er auch endlich den Krieger. 3203 Damage. Und jetzt fehlt einzig und allein nur noch der Jagdpanther. So, jetzt der K85. Entschuldigung, ich hatte gedacht, der Jagdpanther. Aber es ist ja doch hier der K85. Und jetzt, das wird nochmal intensiv, denn der K85, der hat noch einiges an Hitpoints. Und jetzt muss er sich da ein bisschen zurückfallen lassen und der kann ja den letzten Schuss auch nochmal klar machen. Überlebt die ganze Runde und hat am Ende 3919 Damage gemacht und wie schon angesprochen 1059 Baserfarm. Und trotzdem, dass er wirklich am Schluss einiges an Premium-Munition gemacht hat, hat er immer noch satte 48.000 Credits rausbekommen. Also, alles in allem eine geile Runde mit einem Panzer, den ich nicht persönlich so richtig geil finde, aber Hauptsache, ich werde Lügen gestraft mit so einem schönen Replay. Da freut es mich doch dann besonders. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.